Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Reassembly. Meine lieben Schäfchen sind alle noch da. Und warum kann ich jetzt gerade nicht spawnen? No space around my factory block, bla bla bla. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ist doch frei. Nein, ist es nicht, aber ich bin so ein Vollidiot. Warum ist mir das nicht aufgefallen bei der letzten, nach der letzten Folge? Kann ich natürlich nicht machen. Ich depp. Mit den Raketen. Da wird ja meine Factory blockiert. Das ist natürlich sehr schlau. So. Jetzt können wir wieder ganz normal spawnen, den ganzen Krempel. Aber ich nehme jetzt mal den Interceptor hier raus und lasse nur den hier drin. Talon. Lassen wir mal da. Was mir gerade auffällt. Scheiße. Du. Shit. Ich habe nämlich bei irgendeinem Spawnschiff habe ich vergessen, die Childs zu klonen. Das heißt, ich habe jetzt quasi ein paar Blaupausen verbrannt. Fuck. Na gut. Ist passiert, kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern. Ärgerlich ist es natürlich. Aber was soll man machen? Ich gehe jetzt erstmal weiter. Meine Kreisbewegung vollführen. Ich will so schnell wie möglich eine neue Basis haben. Dann kann ich nämlich auch wieder neues C bekommen, um neues P zu generieren. Finde ich ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Warum muss man eigentlich den Zwischenschritt gehen, um P zu generieren? Man könnte doch auch zum Beispiel einfach das P-Limit aufheben und beziehungsweise also insgesamt aufheben. Natürlich die Beschränkungen fürs Schiff noch lassen, wobei ich die auch ziemlich doof finde. Und mit P einfach auch die Updates kaufen. Warum muss ich da unbedingt irgendwie so einen Zwischenschritt einbauen? Warum brauche ich eine dritte Währung? Verstehe ich nicht. Aber gut, die werden sich schon was bei gedacht haben. Irgendeinen Grund wird es da bestimmt geben. Das ist mal ein schöner neuer Gegner. Der ist doch hübsch. Oh, da oben ist irgendwas, das relativ stark aussieht. Der da, der Kollege. Aber erstmal eins nach dem anderen. Schnell mal ein paar Schiffe bauen. Du, Kollege. Was bist du für einer? Boah, krass. Die Raketen sind ziemlich mächtig. So schnell, wie die schießen. Und so viel Schaden, wie die machen. Alter Falter. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. So, und da haben wir auch gleich schon rechts das erste Wurmloch, wenn ihr mal auf die Karte unten guckt. Aber da werde ich jetzt natürlich noch nicht durchgehen. Ich werde wahrscheinlich dieses Mal versuchen, komplett einen Sektor zu erobern und dann mal weiterzugehen. Das habe ich das letzte Mal, also in den ersten 30 Folgen habe ich das noch gar nicht gemacht. Das werde ich heute mal ausprobieren. Oder was heißt heute? Also in der Session, in dieser Spielwelt werde ich das auf jeden Fall mal versuchen. Bin gespannt, ob ich es hinkriege. Uiuiuiui. Da hat aber einer Bums. Schnell wieder regenerieren. Oh nein, der sieht ziemlich fies aus. Lass mich bloß in Ruhe. Na gut. Sah fies aus, hat aber nichts ausgehalten. Genau wie der dann wohl. Alter, der zerplatzt ja schon, wenn ich ihn nur schief angucke. So. Und wieder ein paar neue Raketen ranbasteln. Bin gerade echt am Überlegen, ob ich einfach meine normalen Waffen ausbaue und durch Raketenwerfer ersetze. Weil die sind echt geil. Die hauen richtig gut was rein. Mehr geht nicht, ne? Ne, nur noch 3 übrig, 3 P, aber immerhin wieder ordentlich einen Haufen mehr.
mit denen fühle ich mich doch relativ sicher. Zumindest auf weite Entfernung. Wenn jemand relativ nah rankommt, habe ich natürlich überhaupt keine Chance mehr. Aber auf weite Entfernung sind die echt super. Und auf nahe Entfernung habe ich ja meine Guards. Mittlerweile, wie viele Schiffe haben wir? 25. Auch ein paar größere, also tatsächlich die Größen werden ziemlich gut dargestellt. Hier die ganz kleinen, oben die ersten zwei Reihen, die Interceptors, die etwas größeren. Also man hat da schon einen ganz guten Überblick, finde ich. Wir können uns hier mal ganz langsam in Richtung der nächsten Agenten bewegen, aber ganz langsam. Hier haben wir wieder so Städte von irgendeiner Alien-Rasse, aber da habe ich selten bisher Schiffe zugesehen. Wo sind die? Also es gibt so eine graue Rasse oder Fraktion besser gesagt, die habe ich auch schon gesehen, aber die sind komischerweise nie bei diesen Städten dabei. Ach nee, dann gehören die... Ach, das gehört zu denen. Na gut. Nimm alles zurück. Oh, lass mich bloß in Ruhe. Oh, das habe ich kommen sehen. Aber ich konnte... Ich habe schon quasi auf der Rückwärtstaste quasi den Finger durchs Keyboard durchgedrückt. Aber ich war zu langsam. Ich konnte nichts mehr machen. Sorry, Leute, aber da hat er mich auf kaltem Fuße erwischt. Kalten Fuße heißt das so? Auf falschem Fuße hat er mich erwischt. So rum heißt es auch, oder? Ach genau, er hat mich auf dem falschen Fuß eiskalt erwischt. So, jetzt passt's. Ah, oh, das ist ja ärgerlich. Jetzt geistert da oben irgendwo eine riesige Phantomflotte rum. Du Schweinchen, du warst es zwar nicht, aber du... Boah. Du warst zwar nicht, aber du wirst es ausbügeln. Alter... Lass mich in Ruhe. Ja, hallo? Es ist aber mal gut. Die mit ihren scheiß Protonenschwertern, ich glaube, zackt. Ich glaube, das kommt vor allem auch aus den Stationen, die kleinen Drecksschiffe. Ah? Was ist los? Boah, jetzt kann ich mich da oben nicht blicken lassen, ohne Flotte, sagst du? Ist ja wohl nicht euer Ernst. Scheiße. Das zackt. Na gut, dann suche ich mir erstmal ein paar andere Opfer. Da unten links ist auch eine Station, die ich mir holen kann. Gehe ich erstmal dahin, vielleicht ist es da nicht so schlimm. Lasst mich in Ruhe. Bin momentan nicht in Stimmung. Ich will einfach nur safe Kills. Um meine Flotte wieder aufzurüsten. So, nächster. Meine Herren Gesangsverein. Wenn man noch so klein ist, kriegt man relativ schnell seine Grenzen aufgezeigt. Das ist echt schade. Autsch, scheiße. Ich muss mal wieder ein bisschen Panzerung um meine Waffen drumherum zimmern. Die sind momentan sehr offen. Problem ist... Scheiße, nee, das geht überhaupt nicht. Da ist ja noch die Factory. Ach, Mensch. Eventuell müsste ich mal komplett das Design updaten von meinem Schiff. Das ist schwierig. Einfach da jetzt noch was dran zimmern wird langsam sinnlos. Ne, da muss ich glaube ich gleich mal richtig ran. Oder in der nächsten Folge. Ich glaube, das mache ich in der nächsten Folge. Dann baue ich mal komplett neu. Übrigens, wahrscheinlich werdet ihr sowieso schon gemerkt haben, ich nehme relativ viel gerade im Voraus auf. Also, wenn ihr mir Tipps gebt, nicht wundern, wenn ich es nicht innerhalb von 5 Folgen oder so umsetze oder in der nächsten Folge sogar. Das geht gar nicht. Ich nehme momentan doch relativ im Voraus auf.
zeitlich würde ich sonst gar nicht anders geschissen bekommen. Also nicht wundern, ne? Ich finde es immer noch sehr gut, wenn ihr mir Tipps gebt, aber gerade so instant umsetzen ist gerade nicht. Scheiße, jetzt hat er sich versteckt, die dumme Sau. Stirb! Wer auch immer mich gerade angreift, alle sterben am besten. So, läuft. Läuft, läuft, läuft. Schiffe bauen, schnell, schnell, schnell. Passt. Wo sind die Stationen? Da unten. Am Asteroiden dran. So, ganz langsam. Und dann würde es eigentlich wahrscheinlich auch mal Zeit werden. Wobei, nee. Ich wollte gerade sagen, neue Schiffsteile mal zu erforschen. Aber ganz ehrlich, nö, das mache ich jetzt nicht. Ich vergnüge mich jetzt erstmal mit dem, was ich habe. Und baue es einfach in Perfektion zusammen. In zumindest meiner Definition von Perfektion. Ui, neue Rasse. Neue Rasse. Kriege ich da Geld für, wenn ich die kaputt mache? Die Ding. Alter! Lasst mich bloß in Ruhe. Kriege ich dafür Geld, wenn ich die zerstöre, diese komischen Aufbauten? Scheint nicht der Fall zu sein. Oder? Doch. Nee. Für was habe ich denn gerade die 60 bekommen? Nee, ich glaube, da hat einfach nur jemand 60 bei mir abgegeben von meinen Schiffen. Boah! Wow! Die machen mich fertig! Lasst mich in Ruhe! Krass! Die Kleinen hätten mich wahrscheinlich wieder komplett fertig gemacht. Übel. Ganz schnell Schiffe bauen. Die mache ich jetzt noch fertig und dann ist aber auch gut für heute. Boah, Mensch, 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 Mensch. Obwohl die so billig auch sahen, haben die mir so krass zugesetzt. Guck mal, wie viele Drohnen sich da sofort lösen. Die machen meine ganzen kleinen Schiffe kaputt. Ein Glück habe ich gerade relativ viel Geld. Kann ich schnell nachproduzieren. Ich mache irgendwie gerade so voll die Zerg-Taktik. Alles einfach in Masse investieren. Aber schützen tut mich da leider gar nicht. Deswegen muss ich gerade mal ein bisschen vorsichtig sein. Und da sind wir schon wieder direkt in der nächsten Fraktion drin. Oh nee, wie ich euch hasse. Sonnenblumen. Wahrscheinlich werde ich jetzt gleich mal so viele Schiffe verlieren. 24 habe ich noch. Ich gehe gerade drauf, ne? Das ist aber nicht so nett. Ich fliege mal ein Stück raus. Leute, greift doch mal an. Macht doch mal was. Macht das kaputt. Sie tun nichts. Muss mal gucken, ob ich da irgendwie eine Hilfe finde, wie ich die besser steuern kann, die Dinger. Sie tun aber einfach nichts. Das nervt ein bisschen. Man muss sie doch irgendwie anregen können, mal anzugreifen. Guck mal, die halten sich alle raus. Die halten sich alle raus aus der Misere. So. Kaputt. Bin mir jetzt mal gespannt, ob die wenigstens jetzt von mal alleine losfliegen, aber wahrscheinlich auch nicht. Krass, denn jetzt habe ich da mitten in der Pampa, in der Hölle, in der grünen Hölle, habe ich jetzt Schiffe, habe ich jetzt Zeug liegen, wo ich nicht mehr dran komme. Na super, naja gut. Nächste Folge baue ich mal mein Schiffchen um. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüssi.